Ihr sollt den Heber fragen. Ich habe ihn Herr nicht Junge hat nicht aufgeschüttet. Unrecht. Wir können den Dämon tatsächlich nicht einfach da lassen, oder? Aber mir unter anderem, dass der Magier ihn beschwört hat. Was passiert jetzt mit dem Dämon? Ihr meint beschworen. Wie auch immer. Nun, er bleibt. Ein Gestaltwandler ist ein Wesen, Ihr um meint was für sich immer? gedenkt. Wenn seine Existenz nicht getilgt wird, dann bleibt er nun ja für immer, wenn ihr so wollt. Oh, ihr macht mich fertig. Ja, wir Ihr müssen habt ihn zurück. nicht getötet? Naja, Naja, ich da nicht. waren ungefähr fünf von den Viechern und nein. Er hat sich in den Schatten versteckt. Ich wollte noch meinen Schuss nehmen, aber da habe ich ihn nicht mehr gesehen. Na gut, hat jemand einen Heiltrank? Nein. Gib mir mal eine Ja? Wildnislebenprobe. Dann werde ich. Heißt alle oder eine? Alle, und zwar erschwert um 7, dschungelkundig hilft. Ich nicht. Araskan-kundig hilft? Ich hab. Ja. Ja, Ich hab Beutags die. nicht. Wieder um 2? Wieder um 2. Okay, also insgesamt erschwert um 5 die Wildnisleben. Schauen wir uns das So, mal die an. 7 habt ihr eingetragen. Das Das ist Mysterium. geschafft. Zulamin, du siehst, wie an deinem Knie eine kirschgroße Zecke klebt. Rafim, du hast gerade einige Fliegen, die Eier in deine Haare gelegt haben. Diamant ist, du kannst erkennen, wie ein großer Tausendfüßler wohl an deinem Rücken hervorgekrabbelt ist und wollte sich gerade in dein Ohr verkriechen. Ich hasse es. Ihr müsst auf solche Sachen aufpassen. Wenn solche Maraskan beißen, sterbt ihr. Ja, das ist Wir richtig. sollten ja aus dem Dschungel, aus dem Moor rauskommen. Verdammte Mistviecher. Erst würde ich gerne diese Zecke loswerden. Drehen oder ziehen? Ziehen. Zieht am Kopf. Gut, Zulamin greift die Zecke und versucht sie rauszuziehen. Was schätze ich, wie viel Weg wir gut gemacht haben heute? Also im Dschungel vielleicht. Ja, lass es mich doch einfach mal abmessen, das können wir ja. Also es war eine Zweitagesreise von Edas nach Charypso und das sind grob 18 Meilen. Also, können wir mit ein bisschen Gewaltmarsch realistischerweise morgen in Charypso ankommen? Also bis nach Charypso. So, also Moment. Nach. Laufen doch hier hin, oder nicht? So, ja genau. Also ihr seid jetzt erstmal, braucht ihr nach Charypso 50 Meilen sind das. Und ihr habt 2 Tage von Charypso nach Edas gebraucht. Jetzt gerade seid ihr irgendwo hier. 25 Meilen im Dschungel sind sportlich. Und wenn ihr jetzt die ganze Zeit an dem Delta-Arm des Ilara lauft, dann sind das nochmal 20 Meilen. Ich würde sagen 10 Meilen pro Tag im Unterholz ohne Straße. Wege der Entdecker würde da helfen. Habe ich jetzt nicht offen. Was hattet ihr vom folgenden Plan? Wir folgen diesem Fluss hier bis ans Meer. Soweit kann es nicht sein. Das ist ja nicht sehr, sehr weit landinners. Rufen das Schiff herbei mittels des Signals. Ihr solltet es soweit sehen können. Das Schiff liegt in Charybso. Das Schiff liegt vor Charybso, das sind gerade mal 50 Meilen. Soweit können die sehen, wenn ihr euer Licht kompetent macht. So, nun, erstens kann ich. Wir sind noch ein ganzes Stück gefahren. Das Schiff liegt nicht vor Charybso. Es liegt in der Mündung. Erstens kann ich das Licht sicherlich auch machen, wenn Abelmir sich nicht in der Lage dazu fühlt. Zweitens, Abelmir, ihr braucht dringend medizinische Hilfe. Soll ich mich um euch kümmern? Ja, das Ohr blutet immer noch komischerweise. Richtig, dann wird Nedja sich um euch alle kümmern können. Wir trichtern den Magier in der Zelle ein und dann gehen wir zurück nach Edas. Nein, 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 nein. Also, wir kümmern uns jetzt direkt hier um Abelmir. Wenn noch etwas passiert auf dieser Reise, geht ihr uns Ja, ansonsten. Kleinigkeiten. Nichtsdestotrotz wird Nedja ihn sich ansehen, denn ich traue euren Künsten nur so und so weit. Was soll denn das heißen? Was das heißen soll, Boltax, ist, dass wir keine Verbände haben, ist, dass wir keinen Alkohol hier haben, ist, dass wir keine Heiltränke hier haben, Das ist, dass wir keine Gegengifte hier haben. Das ist richtig, aber wir haben die Mutter Sumu hier und damit alles, was wir brauchen. Also, Jalan, macht euch nützlich, sammelt Blätter, Algen, nun am besten allen frischen Humus, den ihr bekommen könnt. Aber Was, mir. was Ja, habt ihr vertraut mir, vor? dass ich der Mutter Sumu nicht unbedingt zutraue habe. Abel mir, legt euch hier hin. Was Jalan habt ihr tut wie euch. vor? Ich werde euch heilen. Wie? Ich Ich werde Magie. mich nicht in Dreck einwühlen hier. Doch, das werdet ihr. Nein, das werde ich Ansonsten. nicht. Aber mir. Nein, das werde Wollt ich ihr nicht. das. Wollt ihr, dass es euch gut geht oder wollt ihr es nicht? Es geht mir dann vielleicht körperlich, aber geistig, nun ja, ich werde mich nicht hier im Dreck herumsuhlen. Du bist eitel, ne? Ja, natürlich, deswegen sage ich es ja. Nun, Abelmir, setz dich hin und ruh dich aus. Boltax, Ja. sammel deine Scheißblätter selber. Ich werde sehen, dass ich eine vernünftige Lagerstelle für uns finde. Nun, Und wenn morgen marschieren wir Abelmir nicht weiter. möchte, dann kann ich natürlich. Ich werde ihm das Ganze sicherlich nicht aufdrängen, aber das ist dann sein Problem.
Götter im Himmel. Reine Hilf. Und dann gehe ich von dann, nachdem ich den Magiergraf in Zudamins kundiger Obhut belassen habe, und gehe eine Lagerstelle aufsuchen. Heraussuchen, wie auch immer. Ja, dann können wir auch da tatsächlich jetzt nochmal Wege der Entdecker aufmachen, weil ihr jetzt alles verlassen habt und auf die Natur angewiesen seid. Essen habt ihr auf alle Fälle mit dabei, ne? Ja, wir haben uns für 7 Tage jeder versorgt. Ja, genau. So, jetzt noch 5. Wir haben in Edas gespeist, nicht wahr? Wir wollten, aber dann... Genau. Okay. So, Qualität des Lagerplatzes. Die Helden beginnen schon eine Stunde vor Sonnenuntergang. Ich würde sagen, ja. Also, wir haben 18 Uhr. Doch, dann eine Stunde auf alle Fälle noch drin. Kriegt man für mehr Zeiten noch mehr? Denn wir haben Sommer. Wir sollten bis 10 Licht haben. Wir haben Travia. Wo ist das denn Sommer? Ist Travia nicht? Das ist längst. Nein. Oktober. Ups. Ich habe nichts gesagt. So, Geländekunde. Die Sonne scheint hier trotzdem lang. Geländekunde hast du nicht. Das ist nicht die passende. Für jeden weiteren Helden mit der passenden hast du auch nicht. Ohne die entsprechende Geländekunde, die wird dir auch nicht geholfen. Ne? Doch, Kapok hilft dir. Kapok ist dschungelkundig. Moment, wir sind im Sumpf. Hier würde sumpfkundig zählen. Nee, vermutlich zählt beides. Na gut, Sumpf lasse ich zählen. Maras kann nicht mehr, aber Sumpf. Okay, ja, ich hab sumpfkundig. Ja, okay, dann gibt es eine -2 von Boltax. Und Kapok gibt dir auch nochmal eine -2. Die Helden werden verfolgt und müssen auf Geheimhaltung achten. Wissen die nicht. Ja, das weißt du. Also tun wir es. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist textgefährlich, dies zu tun, also tun wir es. Ja, Tekana schicke ich ja. Da übrigens auch mit. Ich glaube nicht, der hat sicher auch dschungelkundig, oder? Ja, gibt auch nochmal eine -2. Das ist gut. So, dann haben wir südliche Sumpfe und Marschen, maraskanischer Dschungel, +8. +8, -2, -2, -2 ist eine +2. Ist es nach Jahreszeit modifiziert? Nee, noch nicht. Und dann Wildnisleben. Das sind 7 Punkte über. Okay, mit 13 Sternchen wäre irgendwie alles das Beste. Wir können uns gerade mal... Mit 13? Wirklich? Ja, 13 Sternchen ist alles, alles was drin ist. Mit 13 ist alles das Beste. Weise. Ich ziehe uns das gerade mal rein. Ach ja, jetzt kommt wieder die coole Grafik mit den kleinen Symbolen für den ganzen Stuff. Ein Schmetterling. So. Ach, da, okay. Genau, da ist es. Und ich muss noch gerade einmal die... den ziehe ich einmal hier rüber. Das wird zu Tokens. Ach, jetzt kann ich sie auch. Und dann kannst du dir, ich glaube, 7 kannst du dir nehmen. Da müssten natürlich alle bei sein. Ich denke, ich spreche im Namen aller, wenn ich erstmal geschützt vor Insekten heraus. Trockener Untergrund, ein Gewässer in der Nähe, und damit meine ich, dass es trinkbares Gewässer ist, weil Sumpf hat ja sowieso immer Gewässer. Wir möchten auf jeden Fall den Ungezieferschutz. Ein Wald in der Nähe heißt Brand, also damit könnt ihr ein Lagerfeuer entzünden. Windgeschützt, regengeschützt, keine Krabbeltiere, kein Jagdrevier, gute Nahrungsversorgung, gute Verteidigungsmöglichkeit und versteckt. Schließen sich Lagerfeuer und Windgeschütz gegenseitig aus? Nein, da schließt sich nichts mehr aus. Pass auf, erstmal nehmen wir versteckt, dann nehmen wir den feuchten Boden, dann nehmen wir gut zu verteidigen, dann nehmen wir eben den Grund, dann nehmen wir, also entweder Schlafplatz kann ich nicht nehmen, weil der für jeden ist. Genau, den dann möchten wir nicht im Jagdgebiet von Raubtieren sein und... Einen noch. Ich denke, regengeschützt ist ganz praktisch. Gut, denn wir sind sowohl mit Wasser als auch mit Nahrung versorgt. Wir gehen also eh nicht auf die Suche. Ja, aber Wasser haben wir wirklich für genug Tage da? Ich habe am Anfang vorgerechnet, was das wiegt, und deswegen haben wir alle wenig anderen Shit mitgenommen. Ja, okay. Wir haben jeder 14 Kilo Wasser dabei. Genau, also wenn ihr jetzt nicht nach Altair wollt, denn das ist eine längere Reise, dann reicht das auf alle Fälle. Okay, und selbst wenn, müssen wir nur einmal eine Wasserquelle auftreiben, um wieder voll zu sein. Keine essbaren Tiere, also es gibt auf alle Fälle viele Tiere, aber die sind dann nicht essbar. Es ist nicht windgeschützt, das heißt, es wird kalt. Gewässer, das Wasser, was hier ist, ist nicht trinkbar. Und es sind zwar Wälder in der Nähe, aber es reicht nicht, um ein Lagerfeuer zu entzünden, denn das ist einfach zu nass. Ich denke, wir richten uns oben in einem großen Baum ein. So wie wir es auf Maraskan immer gemacht haben. Das ist auf alle Fälle eine Idee, ja. Auf Maraskan hat das aber andere Gründe, da darf man nicht unten schlafen. Richtig, aber es ist das, was ich kenne, und es trifft auf alle unsere ausgewählten Dinge gut zu. Gut.
Ja, dann könnt ihr euch noch ein bisschen weiter von Edas abschlagen und grob eine Stunde könnt ihr dann noch umherziehen, bis dann Yalan der Meinung ist, dass ihr hier doch recht sicher seid. Sollte es hier Sklavenjäger geben, die euch in den Sumpf verfolgen, dann würden die euch hier höchstwahrscheinlich nicht finden. Zumindest ist es so gut abgetan, das ist irgendwie so eine Trauermoorlinde oder sowas, die dann hier gut runterhängt und da kann man sich dann noch ein bisschen nach oben ziehen. Der Duft des Baumes sorgt wohl auch dafür, vielleicht ist es auch Boltax-Gestank, der dann matschend hinter euch durch den Morast läuft, dass es hier keine Krabbeltiere gibt. Den letzten gelbschwänzigen Skorpion habt ihr grob vor 10 Minuten gesehen, wofür ihr auch sehr dankbar seid. Und Abelmir musste sich auch noch das ein oder andere Mal irgendwie so Würmer von seinen Beinen abstreifen. Irgendwelche Käfer, irgendwelche Maden, die sich da auch in irgendwelche Wunden dann reinsetzen wollten. Aber hier habt ihr tatsächlich dann keine Probleme mit Krabbeltieren. Nun, wir machen folgendermaßen. Wir werden Wachen in 3 Schichten halten, immer 2 Mann. Einer achtet auf den Magiergrafen, einer auf die Umgebung. Ich will nicht, dass der Mann noch nur eine Sekunde aus den Augen gelassen wird. Verstanden? Gut. Möchte sich nochmal jemand meine Wunden angucken? Und meine? Auf profanen Wege? Korrekt. Ich kann mir die Wunden anschauen, aber was? Ich sehe da nicht besonders was. Sulamin? Nein, nicht wirklich. Ich würde euch gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung. Nun, ich kann für euch beten, wenn ihr wollt. Ja, ich mache jetzt ihn selber. Genauso. Ja, ich würfel dann mal auf mich eine Heilkunde Runden. Erstmal zum Begutachten und dann eine zweite, glaube ich, um die rausbekommen, wie viel man regeneriert zusätzlich, oder? Korrekt. Das ist nicht erschwert, sich selbst zu verarzten? Ja, plus 3. Aber ich glaube nicht plus bei 3, der ja, gut, das geht Begutachtungsprobe. Ja so ein Anatomiebesteck oder sowas hilft da ja aber nicht erstmal. Das ist ja auch nur die Theorieprobe. Wir haben ja auch keins. Also wir haben welches auf dem Schiff, aber... Bekomme ich jetzt ein plus 3 Erschwernis für mich selber, um mich selber zu verbinden? Dann ja, genau, weil du dich halt schwieriger selber verbinden kannst als ja. andere Menschen. Du kannst aber Anatomie als Hilfstalent versuchen, benutzen. Das habe ich ja. Würde ich zulassen, ja. Dann würfelst du erst Anatomie und dann kannst du die Hälfte der Stärchen für die Heilkunde Wunden. Aua. Ich habe jetzt plus 3 gewürfelt. 8 sind 4. Plus 3 minus 4 1 erleichtert, Heilkunde Wunde. Also ja. Hast du es jetzt geschafft? Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch, dann wirst du nicht an Wundfieber erkranken. Jetzt die Anatomie hast du die hat er geschafft. Er macht achso, die anderen. Fuck, ich dachte, ich war schon einen Schritt weiter. Sorry, ich bin in meinem Flowchart drin. Aber sieht auch gut aus. Ja. Okay, dann erkleidest du schon mal nicht an Wundfieber. Du hast keine Wunden, oder? Das weiß ich nicht, ob ich von dieser Steinplatte eine Wunde bekommen habe. Ich habe vorher von diesem Tentakel eine Wunde bekommen. Ja, durch Illusionen kriegst du eigentlich keine Wunden. Ja, aber der Tentakel war ja von der Kissinger, weil dann genau. Ist es noch um den schwersten Wundmodifikator erschwert, dem du aus dem WDS entnehmen kannst. Seite 37 müsste das sein. Lass wo mich hast nachsehen. Du die Wunde? Oh Gott, wo waren die? Auf dem Arm, glaube ich. Einmal auf dem Arm und Arm einmal... Plus okay, drei, das ist eine plus 3. Damit ist es nicht geschafft. Okay, dann hast du erst eine 3er Erschwernis auf deine Wundfieberprobe. Dann darfst du jetzt trotzdem ganz normal die Probe zur Regenerationsförderung machen. Okay. Ja. Und plus die Erschwernis, die wahrscheinlich vom... Plus den schwersten Wundmodifikator, das sind wieder 3. Also plus 2 machst du mit allem. Genau, die Anatomie gilt ja. Okay. Aber noch sind wir nicht so weit. Doch, kannst du direkt machen. Mann, ja, wir müssen natürlich aufpassen. Das ist die Gebiet von Haipu. Wo wir jetzt mit der Regeneration für LE. Plus 2 ist ja. Nimm nicht deine Regeneration, sondern eine nicht die Regeneration, Probe die Probe zur Regenerationsförderung. Schmeiß einfach deine Heilkunde unten. Da habe ich gerade schon gewürfelt, die minus 1, oder? Das ist die zur Rundbetrachtung. Also, das ist die zur Erstversorgung. Die Erstversorgung bestimmt, ob du Wundfieber bekommst. Jetzt kommt die zur Regenerationsförderung. Ja, und das war eine minus 1. Wir haben nur 2 Punkte übrig geblieben. Ich werde mal dieses tolle Sheet einblenden an dieser Stelle. Nein, Abelmir, du musst noch eine werfen. Ist die erleichtert, erschwert, dachte man aber jetzt. Die ist erschwert um den schwersten Wundmodifikator, also 3, und erleichtert um deine Anatomie-Erleichterung. Also erschwert um 2 insgesamt, weil du dich selbst versorgst. Da kommt dann noch mit rein. Genau, das kommt auch noch damit dazu. Wir haben jetzt die schon dreimal gesagt.
während aber mir sich selbst versorgt, schaue ich Boltax an. Das sieht ziemlich schwierig aus. Kannst du mich einfach magisch heilen? Das gelang mit 5 Punkten. Du hängst also bei der nächtlichen Regeneration TRP-Stern halbe, also 3 Punkte dazu. Wir machen das mit der Herrin Sumu. Ich suche ein paar Blätter und dann beten wir gemeinsam zu ihr und ich lasse ihre Kraft in dich einfahren. Ja, ich muss noch den Dämonen jagen, das ist wichtig. Das kann ich nachvollziehen. Verstößt magische Heilung nicht gegen deinen Moralkodex? Ja, wenn nicht aus besonderem Grund, wie zum Beispiel Dämonen jagen. Oh, das musst du mit dir selbst ausmachen. Ja, natürlich. Ja, oder mit mir und ich sehe da kein Problem. Ja, das ist man ja nur. Dann werde aber moralische Bedenken. Dann werde ich einmal den Körper des Patienten, also in dem Fall Rafims Körper, vollständig mit Humus bedecken. Und dürfte ich hier ohne Probleme zu finden sein. Und dann die Kräfte der Natur in ihn einfließen lassen. Dafür, ich lese einmal die Wirkung vor. Die Macht des Rituals erlaubt es dem Ringträger, die heilenden Energien der Erdkraft, Zugang zum Kranken oder zu Verletzten zu öffnen. Der Patient erhält entweder 2 LEP pro RKP zurück, RKP-Stern zurück, oder aber eine Krankheit der höchsten Stufe, bla 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 bla. Das ist nicht so wichtig. Kostet mich 7 ASP. Und ich würfel jetzt einmal auf meine RKP. Und dann schauen wir, wie viel er zurückbekommt für 7 ASP. Wird erstmal geheilt und kriegt dafür Sumpffieber. Wie lange dauert das? Nee, das dauert eine Stunde insgesamt. Uff, eine Stunde im Sumpf liegen? Uff. Ich hab schnelle Heilung 3, ich hab da jetzt nicht so viel Sorgen. Ey, du lässt Sachen mit dir machen, das ist unglaublich. So, jetzt. Ja, Boltax nimmt da erstmal so ein paar Fadenwürmer oder irgendwelche Käferchen. Du denkst erstmal, jetzt zerdrückt die, aber er setzt sie dann einfach auf deine Brust. Ein bisschen Matsch drüber, sodass sie so ein bisschen an dir rumkrabbeln. Schade. So eine Morderschnecke. Also nur 9x2, 18 kriegst du nur zurück. Ich bin voll. Schauer. Ich stehe ja im Matsch. So, aber mir an. Ich weiß nicht, was du hast, also das ist... Boltax, das ist super. Ja, Boltax hat dich irgendwie in so ein Sumpfloch gesteckt und du sinkst dann über diese Stunde immer tiefer und immer tiefer, bis du deinem Kind oder sowas in diesem Modderloch steckst. Ich denke, ich kann es mir nicht nehmen lassen, hier die Überlegenheit meines Gottes zu demonstrieren und für Abel mir zu beten, aka einen Heilungssegen zu sprechen. Das kann ich ja gar nicht auf mir sitzen. Gewalt auf Magier, okay. Das kann ich. Ja, aber da dies im Sinne der Herren Pereine geschieht, ist das die Preis, ist nicht so eng. Ich würfel einfach mal und dann reden wir über Modifikatoren, ja? Okay, Frosty, was kriege ich? Ja, dann lies mir mal die Liste vor. Ich habe das WDA nicht, nicht offen. Ich versuche gerade den LLs dazu zu bringen. Ich glaube, da kommt keine wirkliche Erschwernis. Nicht drauf. Wirklich irgendwas. Nö, ist halt Sumpf. Hier, ja, okay, es ist keine Notlage, kein göttlicher Auftrag. Es ist nicht wirklich ein eigensüchtiges Motiv, ich tue es ja für meinen Gott. Ja. Aber mir ist kein Erdbrecher oder Frevel das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe. Er hat auch keinen Pakt abgeschlossen, es... Aber du hast einen Effort-Geweihten angegriffen, Freundchen. Ich habe einen Effort-Geweihten angegriffen, dies ist ein Frevel. In seinem Tempel. Oh, dies ist immer noch kein Frevel. Ja, dann gebe ich dir eine Plus 1. Einbrecher ist es nicht. Okay, es ist... Warte, welcher Monat war? Travia. Okay, es ist Travia, hilft mir leider nicht. Sind wir in einem Ort voller ungläubiger Zweifel? An diesem Ort ist einfach niemand. Ist niemand. Oder wer sind diese Kapu, Mapu? Haipu, nein. Haipu. Die sitzen ja nicht um dich drum. Okay. Dämonenstrichtung des Territorium auch nicht? Nö, bisher nicht. Okay. Sumpf. Ich greife nicht auch ins Weltgeschehen ein. Ja, das war's. Und für gerade 0. Also, wen war der Schwernis? 1? 1. 1, ja. Dann haben wir 8 LKP-Sterne. Und da ich nicht aufgestuft habe, erhält Abel mir einfach 4 plus 3, 7 LEP zurück. Ja, Boltax ist trotzdem besser. Dafür bin ich schneller. Gut, der schnellste so sitzt ihr irgendwann zur 20. 21. Stunde, die Sonne ist untergegangen und das Quaken vom Dschungel, der ist auch direkt neben euch, ist lauter und lauter geworden. Zahlreiche Tiere, die euch alle nicht so sehr piesacken, weil die Stelle dann doch etwas geschützter ist. Aber ja, es ist doch eine sehr unheimliche Atmosphäre, vor allem wenn ihr dann so ein paar Lichter auftauchen seht, die dann unter euch im Sumpf angehen und herumfliegen. Und ja, so sitzt ihr dort oben auf dem Baum. Ich möchte noch erwähnen, dass ich dem Magiergrafen gerne die Ohren zustopfen würde, denn ich möchte gerne zuerst merken, dass er wach wird, bevor er uns stundenlang bei unseren Plänen zugehört hat.
Ja, was hast du gesagt? 7 Spielrunden, ne? Der ist vermutlich wach geworden, während wir ihn zugebunden haben. Noch. Ja, das ist klar, gut. Er ist auf alle Fälle wach. Du hast ihm die Ohren zugebunden, die Ohren zugestopft. Und im Prinzip könntet ihr ihn auch befragen, wenn ihr wollt. Ja, binden wir. Am besten binden wir ihn hier irgendwann mal einen Ast fest. Und nicht, dass er so irgendwie runterwackelt. Der weiß ja nicht, wo wir hier sind, dass wir überhaupt auf dem Baum sind. Ja, und ich denke nicht, dass es klug ist, ihn zu befragen, während wir noch auf dem Baum sind. Am Ende zaubert er einen von uns runter und dann haben wir die Misere. Ich kann die erste Wache übernehmen. Ich werde mich da auf den Ast gegenüber von ihm setzen und ihn im Auge behalten. Gut. Vielleicht bleibt der Kala mit mir wach. Er kann die Umgebung im Auge behalten. Ich werde in der zweiten auf ihn Acht geben und zu der Min. Ihr bettet in der dritten und die anderen drei bewacht die Umgebung. Ja, ja. Ich habe sowieso die besten Augen in der Dunkelheit. Ich sollte lieber auf die Umgebung achten, als auf diesen unfähigen Magier hier. Ja, dann würde ich die ersten beiden durchschlafen und die dritte Wache übernehmen. Ja, dann machen wir doch zusammen und dann passt das schon. Wenn er irgendwie anfängt zu zaubern, schieße ich ihn ins Bein. Ich will es nicht riskieren, dass er uns hier irgendwie alle runterweht. Warum respektiert ihr nicht den Schlaf der anderen und stecht ihn einfach? Ja, dann muss ich zu ihm rüberkommen. Ja, gut, dann steche ich ihn. Und so verbringen wir die Nacht. Okay, das heißt, ihr wollt nicht weiter ihn erstmal befragen, das macht ihr dann später auf dem Schiff? Vermutlich. Okay, braucht noch jemand von euch eine Regeneration? Ich habe mehr. Astralpunkte. Ich brauche für die Astralpunkte. Gut, das muss man gerade gucken. Ebener Untergrund gibt eine plus 1. Trockener Untergrund plus 1. Gewässer in der Nähe habt ihr nicht, ne? Nee. Wald in der Nähe, das wäre für das Lagerfeuer. Das würde eure Wachehaltenprobe verbessern. Windgeschützt seid ihr nicht? Regengeschützt seid ihr? Oder? Nee, seid ihr auch nicht. Doch, regengeschützt sind wir. Nee, seid ihr nicht. Doch, hier unten. Doch, da unten. Doch, ich hab das hier Trinkwasser. Ja, das Trinkwasser. Keine Krabbeltiere, ist auch nochmal eine plus 1. Kein Jagdrevier. Gute Nahrungsversorgung habt ihr nicht, gute Verteidigungsmöglichkeit. Dann habt ihr, glaube ich, jetzt eine plus 3 auf die Regeneration. Ne? Aber, okay, aber, wie viel ist es dafür erschwert, dass wir in einem Sumpf sind? Genau, das ist die Frage. Minus 8 plus 3. Also sind minus, wir bei 5. Minus 5. Also für Abel, für den ist nur eine minus 3. Wir haben schon einen komischen Baum mit ebenem Untergrund. Ja, es ist ein sehr ebener Ast. Nur für uns geschaffen. Gut, dann könnt ihr ASP regenerieren. Ich glaube, bei Boltax ist es sowieso mal eine Festmenge, aber die ist auch dann genau um 5 vermindert, die Festmenge. Ja. Ja, ich glaube, auf die Wache halten Probe können wir verzichten, weil es erstmal eine Selbstbeherrschung minus 10 ist und dann eben modifiziert, aber das lassen wir einfach sein. Weil Selbstbeherrschung minus 10 ist lächerlich. Ja, mit dem AP-Niveau schaffen wir die wohl. Ja, gut. Also könnt ihr auf alle Fälle dann die Nacht verbringen. Also Krabbeltiere gibt es halt nicht, aber es ist trotzdem sehr laut um euch herum, was euch dann einfach weitere Kopfschmerzen beschert, wenn ihr dann am nächsten Tag aufwacht. Aber ihr seid so gut ausgeruht, wie es irgendwie geht, wenn man im Sumpf ist. Ja, und dann nächsten Tag und vermutlich die nächsten 2 Tage nehme ich an. Was hast du gesagt, das noch bis darunter? 20 Meilen? 20 Meilen, genau. Sag ich einfach mal 10 Meilen pro Tag, die ihr dann auch ähnlich verbringen könnt. Wie lange hält der Trank von Boltax? Bis zur nächsten Sonnenwende. Also einen Monat oder was? Nee, Sonnenwende. Also ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Wo hast du diesen Trank her? Wow. Den habe ich für einen Schicksalspunkt gekauft. Okay. Ich muss eigentlich regelmäßig zur Sonnenwende immer zu Geoden treffen, aber das ist halt schwierig als Spielercharakter. Ist das gut. Naja, Geode ist halt Geode. Das ist halt deine Hexensalbe, oder? Ja genau, es ist quasi meine Hexensalbe. Wir sind doch gerade mitten zwischen zwei Sonnenwänden, oder? Nächstes ist es im Gesinde. Ja. Gut, ich denke, wir machen am zweiten Tag dann einen kleinen, nicht Sprint, aber halt einen Ausfallschritt, bis wir dann wirklich am Meer sind, weil wir werden wohl schon Stunden vorher merken, dass wir in die Nähe kommen, weil Möwen und unser Salzwasser hast du nicht gesehen. Und stehen dann da abends. Wenn sonst nichts passiert. Ja, ich habe sonst nichts mehr vor den nächsten 2 Tagen. Ja, nee, also wie gesagt, der Ilara wird dann hier weiter auslaufen, alles weiter irgendwie sumpfiger und sumpfiger, bis es dann auch salziger riecht. Und wie gesagt, nach dem zweiten Tag erreicht dann irgendwann gegen Abend die Küste, die vor euch auftaucht. Könnt ihr euch noch zweimal regenerieren oder nur einmal jetzt nochmal? Noch einmal. Ich sag einfach wieder die minus 5. Am zweiten Tag sind wir ja dann da.
Ich lasse mich die zwei Tage unterhalte mich viel mit Tekala, damit er mir auch zeigt, wie er es denn so trittsicher durch den Sumpf schafft und mir die ganzen Tricks, die er drauf hat, mitgibt. Du möchtest also sumpfkundig lernen? Ja, klar, warum nicht? Ja. Und dann währenddessen bringe ich ihm zeitgleich noch ein bisschen unsere Sprache bei. Was ihr auf alle Fälle, gebt mir mal eine Wildnislebenprobe. Die üblichen Erschwernungserleichterungen gelten nämlich an. Mach mal eine plus 10. Wildnisleben plus 10 und dann minus 2 oder minus 3, wenn ihr sumpfkundig seid. Okay. Für alle? Ja. Ja, alle, warum nicht? Also plus 8, oh, das wird nix. Plus 7 und schauen wir mal. Okay, immerhin würfel ich nur hier schlecht, weil dabei wohl die Chance eh gering wird. Oh, schade. Gerade so nicht geklappt. Ja. Irgendwann könnt ihr sehen, wie Kapok stehen bleibt und euch auf ein Feld aufmerksam macht, was für euch kein Feld ist. Es ist einfach nur eine baumlose Sumpflandschaft. Hey Mann, guck mal da! Was soll das sein? Ich sehe da nichts. Das alte Maispflanzen, Mann. Mais von Haipu. Siehe in der Nähe. Nun, dann halten wir uns besser bedeckt. Wer sind diese Haipu? Haipu sind Mohaha. Das bedeutet Zweigesicht. Sie leben auf Altum. Sie leben von Jagd und Mais und Handel mit Jade. Und Gewürzen. Aber sie nicht unbedingt friedlich. Das kommt immer darauf an, ob sie Kriegerkaste oder Friedenskaste. Dann sollten wir aus dem Weg gehen. Und das könnte uns, wenn wir das Chef herbeirufen wollen, einen gewissen... Wie würdet ihr sagen, aber mir eine Zange ins Getriebe werfen? Das ist richtig, Mann. Dann wäre angeschlossen von Seeseite und von Landseite. Und sie kommen und drücken uns ans Wasser. Können wir nicht hier am Strand die Küste aufwandern, bis wir aus dem Gebiet raus sind? Das ist euer Plan, Mann. Ich nur hier für Karten. Ich sehe mich mal hier mal die Küste rauf, die Küste runter. Hier gibt es noch Waldstücke, Bäume, hast du nicht gesehen, oder? Ihr verlasst gerade den letzten Wald, also du kannst es dann ja auch hier sehen. Der letzte Wald liegt wohl noch hinter euch und dann ist es alles sehr morastiger Sumpf. Nur also keine Deckung, wenige Sträucher, wenig Deckung, ja. Also ich guck gerade mal, es sind natürlich so ein paar Mangroven da, aber man kann sich hier nicht wirklich viel verstecken, nein. Andererseits bedeutet das, man kann sich auch nur sehr schwer an uns anschleichen. Ja.